Servus Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play WoW PvP mit unserer Blutelfin Aletris am Start in der Rauferei 6 Richtige, also wir sind nur mit 6 Leuten in einem BG, allerdings hat die Runde auch schon angefangen, warum auch immer, wir haben irgendwie immer Glück jetzt in Runden reinzukommen, die schon angefangen haben. Der bringt die Lore hier auf jeden Fall sicher rein, das ist kein Problem und ja, ist schon was anderes, wenn man hier mit so ein paar Leuten irgendwie nur ist. Versuchen jetzt mal hier wegzukommen, weil der Typ will mich auf jeden Fall mies abfacken. Hilft er mir jetzt? Alles andere wäre auch eine bodenlose Frechheit gewesen. Sage ich dir so, wie es ist. Okay, die machen da jetzt diesen 31er-Move, aber wir holen uns auch diese Lore hier wieder. Ah, okay. Man merkt halt schon, dass hier auf jeden Fall weniger Spieler unterwegs sind. Was ja gar nicht so verkehrt. Was ist denn mit dem hier? Kein Bock aufzustehen, oder was? Kasten da mal Erlösung. Shiki hat hier gar keinen Bock aufzustehen. Vielleicht, wenn das so weitergeht, machen wir da mal einen Report rein. Auf ganz entspannt. Da bin ich nämlich rigoros. So, was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? So, aber auch der Kollege ist weg. Kein Thema. Ah, die Lore da hinten hätten wir nicht unbedingt abgeben müssen. Das war blöd, denke ich mal. Aber die haben die jetzt reingeholt. Dann gucken wir mal, dass wir hier irgendwie die nächste bekommen. Dann können wir doch super easy hier stehen bleiben. Der kriegt schon mal direkt ein paar dicke Hits hier auf sein Purpose. Ja, wir haben natürlich unseren Sieg hier vorhin auf dumm benutzt. Na, er denkt jetzt hier, ich hau ihn. Aber jetzt ist Karma vorbei und jetzt. Können wir auch wieder drauf. Auch gar kein Thema hier. Zack, dem können wir nochmal einen Heal reindrücken. Auch den können wir locker hops nehmen. Das Reittier hier nochmal. So, jetzt haben wir wieder zwei Loren. Das ist sehr gut. Ist der Berserker-Buff da? Nein, ist er nicht. Schade. Das wäre auch nochmal cool gewesen. So, und ich glaube, der war doch auch schon bei der letzten Runde dabei, oder? Täuscht mich das? Weiß auch nicht, warum wir da jetzt immer in angefangene Runden reinkommen. Ich meine, wenn die natürlich noch gut für uns ausgehen, alles super. Alles andere wäre tatsächlich auch ein bisschen sehr blöd. So, sehr schön. Auch den konnten wir jetzt wegmachen. Berserker-Buff ist da. Den hole ich mir jetzt auch mal. Und irgendwie hat die Allianz jetzt aber trotzdem hier ein paar Loren bekommen. Das ist natürlich dann weniger gut, aber... Ah, jetzt kommt er hier schon wieder. Der versucht jetzt nochmal, der Monk. Ne, Monk. Hat tatsächlich auch das Potenzial hier, uns, ich sag mal, hier mies auf den Sack zu gehen. Ja, aber auch den konnten wir jetzt hier gut nehmen. So, sehr schön. Also wir haben die Lore hier auf jeden Fall so gut wie es geht verteidigt und ich glaube, wir können uns hier nicht irgendwas aufbürden lassen, im Sinne von, wir haben nicht unser Bestes gegeben. Ich denke, das Ding holen wir auch locker rein. Nicht genug Spieler, Spiel wird in 4 Minuten beendet. Auch ganz komisch. Allianz 6, Horde 6, wir sind doch genug.
So, keine Ahnung, was das System da meint, aber wir bringen die Lore jetzt auch hier rein und dann bin ich mal gespannt, ob wir die anderen jetzt hier auch noch reinkriegen. Die in der Mitte ist auch gerade gespawnt. Übrigens auch gibt es immer nur zwei Loren, weil wahrscheinlich drei für die Spielermenge auch viel zu viel wären. So, ja genau, die können wir jetzt verlassen. Sehr gut, und dann können wir halt weiterlaufen. Der Lachs ist gelutscht. Der Drops ist gelutscht. Aber Lachs ist auch nicht schlecht, wenn der gelutscht ist. Und so, pass auf, dann gehen wir in die Mitte, holen uns die Lore jetzt hier. Da kommen schon die ersten paar Allianzler raus. Die müssen wir dann natürlich irgendwie versuchen, quer zu nehmen. Wir könnten jetzt die reinbringen. Wir können aber auch ganz entspannt die da hinten streitig machen. Ich denke mal, ein, zwei Leute sollten da irgendwie mitkommen. Ja, kommen sie auch. Gar kein Thema. Pass auf. Na, okay, wir sind wieder betäubt, instant. Habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Guck mal, die können wir jetzt hier beide damit erwischen. Sehr, sehr nice. Und dann können wir den noch einmal hier reindrücken. Ich benutze auch hier blendendes Licht so gut wie nie, was auch total dämlich ist, weil das eigentlich ein übel starker CC ist in dem Sinne. Aber, keine Ahnung, benutze ich irgendwie nicht. Vergesse ich dann doch immer an der einen oder anderen Stelle. So, jetzt lassen die mich hier alleine. Das würde ich nicht so fühlen. Vor allem, wenn jetzt hier irgendwie ein Rogue oder ein... Naja, Rogue haben die gar nicht. Aber wenn da irgendwie ein... Ja gut, der Heiler wird nicht viel machen können alleine gegen mich. Es sei denn, der kann mich so gut aus dem, in den CC nehmen, dass ich hier irgendwie aus dem Kreis rauskomme. Aber auch das Ding ist gelutscht hier. Die Lore ist auch durch. Sehr, 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 sehr schön. Das läuft doch, würde ich sagen. Und dann können wir weiterlaufen. 6.500 Ehre. So, und ich würde sagen, wir gehen demnächst auch mal wieder als Tank oder als Heiler in die BGs. Da hätte ich auch Bock drauf. Einfach mal aus Jux mal ein bisschen wieder was anderes ausprobieren. Wäre doch ziemlich, ziemlich cool. Ich glaube, da würden wir nichts falsch mitmachen. Ich glaube, die kommen auch gar nicht mehr raus, oder? Kommen die Allianzer dann nochmal raus? Nee, ich glaube nicht mehr. So, aber das wäre doch eigentlich auch ganz lustig, ne? Und was auch so ein Tank teilweise aushält oder so, Leute, das ist insane, ohne Witz. Da hätte ich eigentlich echt Bock drauf, mal so als Tank reinzugehen oder so. Einfach aus Jux. Das wäre echt nice. Aber dafür müsste ich mir noch das Gear holen, also die Waffe und so. Das müsste ich dann am besten Fall dann doch noch tatsächlich machen. Aber gut, das sollte ja kein großartiges Problem sein. Verzauberung drauf oder so. Gold ist bei mir aber immer eine knappe Sache tatsächlich. Da haben wir jetzt 2k hier auf dem Char. Und das ist auch so ziemlich alles, was ich irgendwie auf dem gesamten Account habe. Weil ich tatsächlich momentan auch einfach nur ausschließlich PvP spiele und sonst kaum irgendwie Content zocke. Ich war noch nicht einmal in Patch 10.1 da in der Höhle drin, die jetzt neu dazugekommen ist. Weil ich mir das irgendwie noch gar nicht reingezogen habe. Ja, und dementsprechend kommt man auch so halt nicht an Gold, ne? Das ist halt das Schwierige. Da habe ich halt wirklich gar keine Chance. So, aber ich würde sagen, das sieht gut aus. Und, die Frage ist, welche Lore geht jetzt zuerst rein? Unsere geht rein. Aber die wird es vermutlich gar nicht mehr reinschaffen, bevor hier der Counter schon oben ist. Weil wir ja auch Punkte bekommen, dadurch, dass wir die Lore überhaupt hier besitzen in dem Sinne. Obwohl, doch, sie kommt noch rein. Es wird ganz, ganz knapp. Sie fährt noch rein. Zack. Yes, und damit haben wir gewonnen. Und in dem Sinne auch wieder ein BG, wo wir reingeschmissen wurden. Aber es lief wieder sehr, sehr gut für uns. Und das nehmen wir natürlich gerne mit. Und ich meine, jetzt knapp 9 Minuten ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und in dem Sinne, liebe Leute, wenn es euch gefallen habt, wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr, was zu tun ist. Lasst mir gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr mich am meisten. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Haut da rein, euer Zaranos. Ciao, ciao.